Wir werden uns heute ein weiteres Mal die Aussagen des YouTubers Olli auf seinem Kanal Olli investiert ansehen. In seinem Video "Wir sind Weltmeister, höchste Steuern und Abgaben" kritisiert er zuerst die ach so hohe Steuerlast in Deutschland für die Arbeitnehmer, wo durchaus etwas dran ist. Seine Kritik verfehlt zwar den Kern der Sache, nämlich dass in Deutschland die Steuern auf Kapital zu niedrig, aber auf Arbeit zu hoch sind, aber dennoch habe ich an seiner Kritik nicht sonderlich viel auszusetzen, da er sich auf die offiziellen Statistiken der OECD bezieht und nicht so viel Unsinn erzählt wie in den letzten Videos, die wir uns ansahen. Doch gegen Ende zeigt er uns eine Grafik, die er irgendwo auf Twitter aufgegabelt hat und die wir uns dann doch mal kritisch ansehen sollten. Das ist ja auch das, was viele Leute nicht am Schirm haben und vergessen. Und wenn wir das jetzt angucken, reales Brutto-Monatsgehalt 2600 irgendwas Euro, Summe-Monatsgehalt hier 2000, Nettoauszahlung 1355 Euro. So, jetzt kommt hier zum Beispiel so eine Praxisgebühr, Gesundheitskosten dazu 5 Euro. Einfach mal so ein paar Schätzwerte eingetragen worden in diesem Bild, was bei Twitter mal vor einiger Zeit kursiert hat. Dann hier die Kfz-Steuer dabei, die Kfz-Versicherungssteuer. Natürlich unterschiedlich, je nachdem, was man für ein Auto fährt. Die Benzinsteuer bei, ist halt schon ein paar Jahre alt, das Ding, 1,54 € pro Liter. Würden wir uns heute noch drüber freuen. Geschätzter Literverbrauch oder monatlicher Verbrauch von 100 Litern wären dann hier 90 Euro. Und jetzt kommt's. 19% und 7% Umsatzsteuer hier direkt auf die 75% der Ausgaben und 25% darauf. Zack, und so weiter und so fort. Guckt es euch in Ruhe mal an. Hier auch noch der alte GEZ-Betrag. Dann wären das direkt mal hier Einkommen nach Abzug dieser direkten Abgaben nicht mehr 1300, sondern nur noch 880 Euro. Unfassbar. Ja, Geldmengenzunahme und so weiter, höhere Preise durch Unternehmensbesteuerung, unkalkulierbar hier eingetragen, Wohlstandsverlust durch staatliche Eingriffe, auch unkalkulierbar und verwertbares Einkommen 799 Euro. Und dementsprechend wäre das eine reale Abgabenquote, was sie dem Staat abgeben müssen, wurde das Ganze hier benannt, von 69,28%. Das muss man sich in Realität wirklich immer wieder vor Augen führen, dass es doch so aussieht, dass wir ganz andere Ausgaben und Abgaben einfach haben. Diese Grafik zeigt natürlich nichts, außer dass irgendein Dulli auf Twitter sich irgendwelche Zahlen aus den Fingern gesaugt hat, die mit der Realität nichts zu tun haben. Man weiß zum Beispiel überhaupt nicht, woher die weiteren Steuerausgaben herkommen sollen, beziehungsweise warum sie 100 Euro pro Monat betragen sollen. Da hätte auch Fantasiesteuer XY stehen können und dann hätte man da irgendeinen Zahlenwert eingesetzt. Es wäre die gleiche Vorgehensweise gewesen. Auch vollkommen unlogisch ist, dass man hier die Geldmengenzunahme des Euro mit aufführt. Beziehungsweise welche Geldmengenzunahme meint man eigentlich? M0? M1, M2 oder M3. Es wird überhaupt nicht gesagt, weil es darum gar nicht geht. Man nimmt einfach irgendetwas, was der Normalbürger, der diese Grafik überhaupt nicht versteht und sich gar nicht genauer ansieht, gar nicht verstehen und somit widerlegen kann. Man nimmt einfach irgendeinen abstrusen Punkt, der überhaupt nichts mit der realen Steuerbelastung zu tun hat, um die fiktive Steuerbelastung, die dann da unten steht, hochrechnen zu können. Und dass all das hier erstunken und erlogen ist, wird schnell klar, wenn man sich die reale Steuerbelastung ansieht. Die obersten 80 bis 90% der Einkommen haben in Deutschland die höchste Steuerbelastung. Die Reichen werden interessanterweise geringer besteuert, da, wie schon gesagt, die Steuern auf Kapital relativ gering sind. Die höchste Steuerbelastung hat man in Deutschland also, wenn man ungefähr zwischen 60.000 und 100.000 Euro als Single verdient. Reichen werden, wie gesagt, an unserem Steuersystem geschont. Wenn man mehrere Milliarden erbt, dann muss man darauf nur wenige Prozent Steuern zahlen, beziehungsweise man kann sogar komplett steuerfrei davonkommen. Wenn man ein milliardenschweres Aktienpaket besitzt und jedes Jahr Dutzende Millionen an Kapitaleinkommen hat, dann wird das Ganze mit nur 25% besteuert. Zum Vergleich, der höchste Steuersatz auf Löhne beträgt 45%. Bevor man also eine Grafik, die man irgendwo auf Twitter gefunden hat, mit Zehntausenden Zuschauern auf YouTube teilt, sollte man vielleicht einmal überlegen, ob diese Grafik so ganz valide ist oder ob es sich hier um blanken Unsinn handelt.
Aber weiter zum nächsten Punkt. Der Euro ist ja jüngst auf die Parität zum Dollar gefallen. Und wir alle sind jetzt gespannt auf die Analyse von Olli, der uns jetzt die Dynamiken am Devisenmarkt, die dort wirken, ganz genau erklären wird. Moin zusammen, meine Freunde. Ich grüße euch zu diesem Video. Ganz exklusiv darf ich euch hier tatsächlich den neuen 10-Euro-Schein vorstellen. Guckt ihn nicht an, das ist der neue 10-Euro-Schein. Leute, anders kann man diesen Schwachsinn hier nicht mehr ertragen, als mit ein bisschen Galgenhumor. Es ist wirklich unfassbar. Und wenn man sich überlegt, was wir jetzt für eine Situation hier haben. Wir stehen kurz vorm Euro-Crash. Das muss man klipp und klar so benennen. Denn wir haben die Parität bereits erreicht. Parität kommt vom lateinischen Paritas und bedeutet Gleichheit und Euro- und Dollarkurs 1:1. Wenn man sich das Ganze jetzt hier im Jahresverlauf anguckt, ist das ja ein wahrhaftes Armutszeugnis unserer geliebten EZB. Dreijahresverlauf, hier ging es mal wieder ein bisschen hoch und dann ging es wieder drastisch runter. Und wenn man sich anguckt, ich habe seinerzeit 2011 in New York City studiert und wenn man jetzt hier guckt, was ich da für viel Dollar bekommen habe, wie stark der Euro war. Das ist lange, lange Zeit vorbei, Leute. Droht wirklich ein Euro-Crash, wie Olli hier sagt? Nun, dafür sollten wir uns erst einmal die Fundamentaldaten angucken und hier vor allem die Kaufkraftparität. Nach dieser müsste man für einen Euro nämlich eigentlich 1,4 Dollar bekommen und nicht nur einen Dollar, wie das aktuell der Fall ist. Der Euro weicht nämlich schon seit 2014 stark von dieser Kaufkraftparität nach unten ab. Er ist also deutlich unterbewertet. 2011, als Olli studierte, da war der Euro leicht überbewertet. Der Kurs nach Kaufkraftparität von 1,4 Dollar pro Euro bedeutet, dass ein amerikanisches Unternehmen in den USA für Güter, die 1,4 Dollar kosten, in Euro nur noch einen Dollar bezahlen müsste. Das bedeutet, es wird für US-amerikanische Unternehmen einfacher, Güter aus der Eurozone zu importieren. Was heißt, dass die Eurozone wettbewerbsfähiger wird? Und genau das kann man auch an der Leistungsbilanz sehen. Zwischen 2011 und 2014, also genau da, wo der Euro stark abwertete, explodierte der Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone. Seitdem pendelt dieser Überschuss zwischen 2 und 3% des Bruttoinlandsproduktes, was für eine solch große Volkswirtschaft wie die Eurozone schon relativ hoch ist. Wir halten also fest, diese Euro-Schwäche ist gar kein neues Phänomen. Der Fall auf die Parität zum Dollar ist nur die Fortsetzung eines Trendes, den wir schon seit über einem Jahrzehnt sehen. Und unsere Exportindustrie hat von diesem Trend sogar profitiert. Aber schauen wir uns jetzt erst einmal Ollis weitere Ausführungen zu diesem Phänomen an, das tatsächlich etwas komplexer ist, als man zuerst denken könnte. Die Parität, die jetzt erreicht ist, die ist natürlich wirklich eklatant. Die ist eklatant für uns alle, weil wir sind wieder diejenigen, die die ganze Sache ausbaden müssen. Das, was hier wirklich an Fehlentscheidungen über die letzten Monate alleine komplett getroffen wurde. Und dann heißt es bei der Welt, der Eurokurs ist erstmals seit fast 20 Jahren auf ein Dollartauschverhältnis von 1:1 gefallen. Okay, dann gab es hier doch schon mal vor 20 Jahren noch eines. Ich hatte nur das 91 gelesen, ist ja auch egal. Und ne, also wie schlecht, wie oft er schlecht gestanden hat, wir haben ja gerade die Grafik auch dazu angeguckt. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist natürlich, wo jetzt dieser Punkt von einem Dollar erreicht ist. Warum ist das ganz wichtig? Weil nämlich viele Leute bei Aktien und so weiter oder Devisen und zahlreichen Sachen, also Devisen, einen Stop-Loss gesetzt haben. Und ING DiBa beispielsweise bietet das bei Aktien auch an. Dann wird nämlich automatisch für denjenigen, der es nicht kennt, die Aktien beispielsweise automatisch verkauft. Und das Gleiche gibt es natürlich auch im Devisenhandel. Einfach um seinen Kursverlust möglichst gering zu halten. Und diese psychologische Grenze von 1, und wir haben es ja gerade in der Grafik hier im Graphen schon gesehen, wenn ich jetzt in den Intraday gehe, wir standen heute bereits ganz kurz unterhalb von 1. Und was meint er, wie viele Stop-Loss-Funktionen da ausgesetzt oder gestartet wurden, so ist es richtig. Also das wird noch einen ganz, ganz großen Effekt haben. Nein, das ist nebensächlich.
sodass ich davon ausgehe, dass der Euro auch in der nächsten Zeit weiterhin nach unten fallen wird. Olli, du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Währungsspekulation spielt in diesem Fall nämlich wirklich eine sehr große Rolle. Aber nicht, weil irgendwelche Trader sich Stop-Losses gesetzt haben. Nein, es geht eher um etwas anderes, um etwas Grundsätzlicheres. Der Euro ist ja nicht erst seit heute, sondern schon seit 2014 massivst unterbewertet. Und was ist 2014 passiert? Nun, da hat Mario Draghis Niedrigzinspolitik begonnen. Da wurden die Zinsen auf Null gesetzt und für sehr lange Zeit dort behalten. Und diese niedrigen Zinsen, die haben wiederum Währungsspekulanten, sogenannte Carry Trader, dazu animiert, sich Geld in Euro zu leihen und das dann beispielsweise im höher verzinsten Dollarraum anzulegen. Also nochmal, Spekulanten leihen sich Euro zu niedrigen Zinsen, tauschen diese in Dollar um und legen sie dann im höher verzinsten Dollarraum, beispielsweise in kurzlaufende US-Staatsanleihen an. Der Gewinn dieser Carry Trader ist einerseits die Zinsdifferenz zwischen Dollar- und Euroraum und andererseits die Euro-Abwertung. Wenn der Euro nämlich aufwerten würde, weil in der Europäischen Währungsunion es eine niedrigere Inflation gibt, dann gäbe es diese Gewinne nicht, beziehungsweise sie wären wesentlich niedriger. Der Devisenmarkt funktioniert an dieser Stelle aber nicht so, wie er eigentlich sollte. Eigentlich sollten sich Wechselkurse immer an die Kaufkraftparitäten halten. Das bedeutet, wenn in der Eurozone die Inflation niedriger als in den USA ist, dann muss der Euro aufwerten und nicht abwerten. Aber er hat genau das Gegenteil getan. Die Inflation in der Eurozone war geringer, aber der Euro ist abgewertet. Schuld an dieser Verzerrung war, wie eben schon erwähnt, dieses Carry-Trading. Und falls jetzt wieder irgendwelche Experten in den Kommentaren schreiben, die Carry-Trader sind doch nur Sündenböcke, es gibt andere fundamentale Gründe dafür. Nein, die gibt es nicht. Wechselkurse sollten sich immer an den Kaufkraftparitäten orientieren, da es sonst zu Verzerrungen in den Leistungsbilanzen kommt, wie wir sie ja gesehen haben. Die Leistungsbilanz der USA ist durchgängig negativ. Und die der Eurozone durchgängig positiv. Bei solch großen Volkswirtschaften sollte es solch dauerhafte und eindeutige Verzerrungen über so lange Zeiträume nicht geben. Der Wechselkurs sollte hier zumindest über lange Zeiträume für einen Ausgleich sorgen, indem er die Inflationsdifferenzen zwischen den verschiedenen Volkswirtschaften abbildet. Doch genau das tut er nicht. Die Inflation in der Eurozone war geringer, aber der Euro ist trotzdem abgewertet, obwohl er eigentlich hätte aufwerten müssen. Der einzige Grund, der diese massiven Verzerrungen beim Wechselkurs über einen solch langen Zeitraum erklären kann, ist nun einmal Carry Trading. Es gibt keinen anderen. Die Leistungsbilanz der Eurozone war durchgängig positiv. Und das hätte Aufwertungsdruck auf den Euro ausüben müssen. Diesen Aufwertungsdruck hat es aber nicht gegeben. Im Gegenteil, der Euro blieb durchgängig unterbewertet, obwohl die Kaufkraftparitäten etwas anderes anzeigten, was die Wettbewerbsfähigkeit der Eurozonenwirtschaft noch weiter erhöht hat und den Leistungsbilanzüberschuss noch weiter in die Höhe trieb. Die neuesten Daten weisen zwar darauf hin, dass die Inflation in der Eurozone im Moment leicht höher ist als in den USA, aber das gleicht niemals diese riesige Differenz in den Kaufkraftparitäten aus. Also ist das 40 Jahre hoch der Inflation in den USA. Das muss man sich reinziehen. 9,1% und... Und das wird dafür sorgen, dass sich bei der Kaufkraftparität nicht viel ändert. Der Euro sollte weiterhin bei einem Dollar 4 stehen und nicht bei einem Dollar. Zum Schluss sollte wohl noch erwähnt werden, dass es im Moment tatsächlich einen fundamentalen Grund für die Euro-Abwertung gibt, nämlich die explodierenden Importpreise, vor allem für Energie, die die Leistungsbilanz im März 2022 ins Minus getrieben haben. Der Aufwertungsdruck, der im vergangenen Jahrzehnt von der Leistungsbilanz her für den Euro bestand, der besteht aktuell nicht mehr.
Schuld an diesen hohen Energiepreisen, und das sollte im Vorhinein hier wohl noch einmal gesagt werden, ist aber nicht die EZB. Schuld daran ist die verfehlte Sanktionspolitik der Europäischen Union, also der EU-Kommission und unserer Bundesregierung, die diese Sanktionspolitik gegenüber Russland mitträgt. Und das ist ja nur logisch, weil jetzt ganz viele Leute sagen, ja Moment mal, wieso sollte ich denn noch bei einem möglichen Euro-Crash in irgendwelche europäischen Aktienanteile oder sonst was investieren? Da gehe ich doch lieber hin und mache das mit einer anderen Währung, nämlich eben Dollar. Und das ist die ganz große Gefahr, die wir jetzt hier haben. Wie wir eben schon geklärt haben, dürfte eher das Gegenteil der Fall sein. Dadurch, dass der Euro schwächer wird, steigt die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Das bedeutet, unsere Leistungsbilanzüberschüsse dürften weiter wachsen. Wir importieren also Kapital. Das Nettovermögen der Eurozone dürfte also weiter wachsen. Aber auf der anderen Seite der Welt wachsen dafür die Nettoschulden. Wenn das in den USA passiert, ist das nicht so schlimm. Dort droht keine Währungskrise, da der Dollar eine relativ stabile und akzeptierte Währung ist. Er ist ja sogar die Weltleitwährung. Aber wenn ihr mal wieder in Sri Lanka oder dem Libanon oder Simbabwe oder Argentinien von einer Währungskrise hört, dann solltet ihr immer im Hinterkopf behalten, dass dort die europäischen Leistungsbilanzüberschüsse durchaus eine Rolle gespielt haben könnten. Ich will jetzt nicht sagen, dass man jede Krise, die sich in Schwellenländern beobachten lässt, auf unsere Leistungsbilanzüberschüsse zurückführen ließe. Das wäre sicherlich übertrieben. Aber die Tatsache, dass große Währungsräume wie Japan oder die Europäische Währungsunion es für notwendig erachten, durch Merkantilismus Wirtschaftswachstum bei sich zu erzeugen, also Leistungsbilanzüberschüsse zu machen und das Ausland zum Nettoschuldner zu machen, das destabilisiert Entwicklungs- und Schwellenländer. Und allein schon aus diesem Grund wäre es eigentlich vernünftig, wenn sich die Notenbanken untereinander koordinieren würden und den Wechselkurs festlegten. Der freie Devisenmarkt, der freie Kapitalverkehr und die unabhängige Notenbank führen in Kombination eben zu den Verzerrungen, die wir eben beobachten durften. Der Devisenmarkt ist das beste Beispiel dafür, dass der freie Markt nicht unbedingt zu den besten Ergebnissen, sondern auch zu massiver Instabilität und großen Verzerrungen führen kann. Und so sagt nämlich dann auch, da können wir hier nehmen, der NTV-Artikel ist frei, nämlich ein Robert Halver, und das ist ein Analyst, und er hat ein paar interessante Sachen nämlich dazu gesagt und prophezeit auch wirklich nichts Gutes, sondern ist ganz realistisch darüber am Nachdenken. Und dann sagt er nämlich, die aktuelle Euro-Schwäche kommt sehr ungelegen. Im Moment importieren wir Inflation, denn Rohstoffe werden auf Dollar notiert. Je schwächer der Euro, desto teurer das Tanken, das Heizen oder die Lebensmittel. Und dann sagt er nämlich hier weiterhin auf die Frage, was bedeutet die Parität für uns als Verbraucher? Es wird alles teurer. Der Verbraucher ist der Gelackmeierte, weil er natürlich auch einen großen Wohlstandsverlust und weniger Geld zum Ausgeben hat. Das ist übrigens in letzter Konsequenz, wenn es hart auf hart kommt, auch für eine Demokratie nicht gut. Lange Wirtschafts- und Wohlstandskrisen sowie der Verlust an Perspektiven haben leider oft zu Demokratiekrisen geführt. Und das sieht man natürlich in zahlreichen Ländern auf der Welt schon immer wieder gesehen. Aber was ist denn nun Robert Halvers Lösungsvorschlag? Nun, den teilt er uns in diesem Interview auch noch mit. Wie könnte sich der Euro wieder stabilisieren? Die EZB könnte damit beginnen, die Zinsen zügig zu erhöhen. Das wäre ein Signal dafür, dass sie die Inflationsbekämpfung endlich ernst nimmt. Höhere Zinsen bei uns im Vergleich zu den USA, wo die Zinserhöhungswelle Ende des Jahres wahrscheinlich auslaufen wird, würden den Euro stabilisieren. Laut Halver soll die EZB nun also auf das Verhalten von Carry-Tradern zocken, ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Situation in der Eurozone zu nehmen. Und diese wirtschaftliche Situation sieht im Moment sehr schlecht aus. Die Eurozone steht vor einer Rezession. Die Löhne wachsen extrem schwach, nur rund 2% pro Jahr. Das reicht langfristig niemals aus, um das Inflationsziel von 2% zu erreichen. Ihr wisst ja, die Inflation folgt den Lohnstückkosten und diese müssen um 2% pro Jahr wachsen. Die Lohnstückkosten sind der Quotient aus Lohnkosten und Arbeitsproduktivität. Die Arbeitsproduktivität wächst langfristig mit einer Rate von 1% pro Jahr
Die Löhne müssen also um 3% wachsen, damit das Inflationsziel von 2% langfristig erreicht wird. Angesichts dessen wäre es, wie ich ja in den vergangenen Videos schon betont habe, blanker Irrsinn, wenn die EZB jetzt die Zinsen anhöbe. Das würde überhaupt nicht zur wirtschaftlichen Situation in der Eurozone passen. Uns steht angesichts der katastrophalen Sanktionspolitik gegen Russland eine schwere Wirtschaftskrise ins Haus. Und das Einzige, was Zinserhöhungen hier anrichten würden, wäre diese Wirtschaftskrise noch zu verschärfen und eine dauerhaft hohe Arbeitslosigkeit zu schaffen. Zusätzlich könnten sie übrigens auch die Zinsen südeuropäischer Länder wie Italien oder Spanien in die Höhe schießen lassen, was letztendlich die Eurozone zerreißen könnte. Wenn Robert Halver also zuerst von einer Gefahr für die Demokratie faselt, dann sollte er konsequenterweise keine Zinserhöhungen, sondern Nullzinsen und Ausgabenprogramme fordern, um die Schäden, die durch die aktuelle Russlandpolitik entstehen, auszugleichen und die Realeinkommen zu stabilisieren. Wir gucken mal, was unsere geliebte Mutti bereits 2010 Angela Merkel gesagt hat. Zitat: Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und da muss man direkt mal sagen, was ist denn das für eine schwachsinnige Aussage? Also ist doch absoluter Unsinn. Wenn, dann scheitert die Europäische Union. Was hat denn Europa damit zu tun? Das haut doch hinten und vorne nicht hin. Und nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ich hoffe, dass die Frau recht behält. Ich hoffe inständig, dass die Dame recht behält, dass Europa bzw. die Europäische Union, jetzt sage ich es auch schon falsch, die Europäische Union scheitern wird. Dann bekommen wir einen Dexit und wir sind frei, wir gehen zurück zur D-Mark und werden eine endlich wieder stabile Währung haben. Davon bin ich fest überzeugt, dass das möglich wäre, wenn denn der Euro weg. Also jetzt mal abgesehen davon, dass man die Eurozone und die Europäische Union nicht verwechseln sollte, könnten wir jetzt ja mal durchspielen, was bei einem Austritt Deutschlands aus dem Euro passieren würde. Also jetzt einem Austritt aus dem Euro, nicht aus der Europäischen Union. Nach einem solchen Austritt Deutschlands würde die D-Mark angesichts der hohen Leistungsbilanzüberschüsse, die Deutschland hat, wahrscheinlich massivst aufwerten, um für einen Ausgleich der Leistungsbilanzen zu sorgen. Deutschlands Wachstum der letzten 20 Jahre beruhte fast alleine auf Leistungsbilanzüberschüssen. Deutschland setzte also auf ein merkantilistisches Wachstumsmodell. Das Ausland wurde zum Nettoschuldner gemacht und währenddessen konnten Privathaushalte, Unternehmen und auch der deutsche Staat sparen. Dieses merkantilistische Wachstumsmodell trieb allerdings die Schulden in Südeuropa immer weiter in die Höhe. Die Außenhandelsüberschüsse von Deutschland waren die Außenhandelsdefizite der Südeuropäer. Nach der Eurokrise versuchten also die Südeuropäer, Deutschland nachzuahmen. Frankreich, Italien und Spanien erwirtschaften mittlerweile auch Leistungsbilanzüberschüsse. Am radikalsten geht hier übrigens Holland vor, was ähnlich hohe Überschüsse wie Deutschland hat. Aber zurück zur Wiedereinführung der D-Mark, die nach einem Austritt Deutschlands aus dem Euro wohl massiv aufwerten dürfte. Die Wettbewerbsvorteile, die Deutschland sich durch massives Lohndumping ergaunert hat, dürften dann allerdings vorbei sein. Das bedeutet, dass die anderen Europäer ihre Überschüsse steigern könnten und Deutschlands Überschuss ungefähr auf Null sinken dürfte. Die Struktur der deutschen Wirtschaft ist aufgrund der merkantilistischen Politik der letzten Jahrzehnte massiv zugunsten der Exportindustrie verzerrt. Das bedeutet, große Teile der deutschen Industrie würden von heute auf morgen pleite gehen. Es würde eine enorme Arbeitslosigkeit geben und Deutschland stünde vor einer großen Wirtschaftskrise. Aber der Rest der Europäer, der würde davon sogar profitieren. Sie könnten ja, wie gesagt, aufgrund der stark aufwertenden D-Mark ihre Überschüsse in Richtung Deutschland wieder steigern. Wenn Deutschland sich also unilateral entschiede, aus dem Euro auszusteigen, dann würde es selbst massiv verlieren, aber die anderen europäischen Länder, die im Euro verblieben, würden massiv profitieren.